Nachgefragt. Dein täglicher Videopodcast zu Corona. Es sind momentan viele Fragen bezüglich der Corona-Impfung offen. Ich habe versucht, das auf meinem inzwischen leider sehr bekannt gewordenen Wartezimmer-Aushang möglichst kurz zusammenzufassen. Und ich kann nur sagen, wenn Sie nicht gerade unter schwersten allergischen Reaktionen bisher gelitten haben in Ihrem Leben oder schwanger sind, dann lassen Sie sich unbedingt impfen. Es spricht nichts dagegen. Die Impfung ist gut verträglich und es ist die einzige Chance, dass wir diese Pandemie, die uns alle nervt und belastet, irgendwann loswerden können. Mein Name ist Dr. Christian Kröner. Ich bin niedergelassener Internist und Facharzt für Allgemeinmedizin in der Hausarztpraxis in der Nähe von Neu-Ulm. Der Inhalt war im Prinzip nur gedacht, die wichtigsten Fragen, die mir an diesem Tag immer wieder gestellt worden sind, zur Corona-Impfung in relativ einfacher und kompakter Sprache wissenschaftlich korrekt zu beantworten. Das heißt, es geht darum, wer soll sich impfen lassen? Ja, im Prinzip tun es von unserer Hausarztpraxis, empfehlen wir das nahezu jedem Patienten. Wenige Ausnahmen mit Leuten, die schwer allergisch vorerkrankt sind, die eine Vorgeschichte haben oder Schwangere oder Kinder unter 16 Jahren. Für diese ist der Impfstoff noch nicht zugelassen, aber ansonsten ist er prinzipiell empfehlenswert. Und dann haben wir eben erklärt, wie dieser Impfstoff funktioniert, dass der zwar prinzipiell schon eine neue Technik ist, die aber per se doch nicht ganz so neu ist, dass im Bereich der, also in ganz vielen anderen Bereichen der Medizin schon verwendet wird. Dass man vor dieser Technik, wenn man die Studie, also die Zulassungsstudiendaten liest von dieser, also die das gemacht haben, die haben dann 42.000 Leuten diesen neuen Impfstoff ausprobiert. Davon haben circa 21.000, bisschen mehr als 21.000 Leute diesen Impfstoff gespritzt bekommen. Und von denen sind eigentlich sehr, sehr wenig überhaupt relevante Nebenwirkungen aufgetreten, wo das meiste wirklich nur ein bisschen geschwollener Arm oder so ein Muskelkatergefühl im Arm ist, was viele von jeder anderen Impfung auch kennen, oder mal so ein leichter Fieberanflug oder auch mal so ein, zwei Tage ein bisschen Müdigkeit, Kopfschmerzen und so weiter war. Also richtig relevante, schlimme Nebenwirkungen in der kompletten Zulassungsstudie, die sehr, sehr groß war, überraschend groß für einen Impfstoff, weil man eben eine kurze Zeit hat und versucht, in der kurzen Zeit möglichst viele Leute dann zu testen, um entsprechend die Daten rauszukriegen. Hat man eigentlich nichts Schlimmes gesehen. Deswegen kann man den guten Gewissens empfehlen. Und ich muss sagen, ich bin auch persönlich am 31.12. geimpft worden, weil ich nebenher im Notarzt bin und damit in der Prioritätengruppe 1 bin. Und mir geht es sehr hervorragend. Also ich hatte nichts außer diesen leicht geschwollenen Muskelkaterarm für 24 Stunden. Ansonsten überhaupt keine Beschwerden. Ich fühle mich wohl, ich bin fit. Und haben auch alle anderen Kollegen, die da geimpft worden sind, genauso zurückgemeldet. Denen geht es auch allen gut. Das haben wir so ein bisschen zusammengefasst und auf den Zettel am Schluss halt natürlich auch noch die üblichen Facebook-Mythen ein bisschen aufs Korn genommen, wo man natürlich dann schreibt, ja, Bill Gates-Verschwörung, sagt, nee, eher nicht. Und auch Armer bezahlt, sage ich, nee, eigentlich eher nicht, sondern wir kriegen unser Geld von den Krankenkassen. Also ich fand den Zettel gar nicht so speziell, aber er hat offensichtlich sehr viele Leute angesprochen und sehr vielen Leuten hat es gefallen und haben es geteilt und ist halt ziemlich bekannt, sagen wir es mal so. Also am Anfang, das war überhaupt kein Post, sondern einfach nur ein Rohentwurf eines Aushangs für mein Wartezimmer, der auch überhaupt nicht korrigiert war, mit vielen Fehlern und auch schlechter Ausdrucksqualität. Den hatte ich abends nach einem 12-stündigen Praxistag, wo ich sehr müde war, einfach mal zusammengeschrieben, weil ich an dem Tag sehr, sehr viele Fragen meiner Patienten zu der anstehenden Corona-Impfung beantworten durfte. Und da dachte ich mir abends, vielleicht machen wir mal einen kleinen Aushang fürs Wartezimmer, habe den mal so grob rohentwurfsmäßig getippt. Und habe ihn dann eigentlich im Vorbeilaufen nur für private Zwecke in schlechter Qualität schnell fotografiert. Und habe den dann abends in meinen privaten WhatsApp-Status gestellt, woraufhin dann Freunde meinten, hey, das ist super, tu das mal bei Facebook hochladen. Das habe ich dann auch noch getan. Und dann kam der magische Fehler, weil ein guter Kumpel meinte, hey, das ist super, aber ich will es meinem Kumpel teilen. Ich kann das aber nicht, mach das mal öffentlich. Und ich als völliger Social-Media-Naivling habe das getan und habe ihn öffentlich gestellt. Und wo ich das nächste Mal reingeguckt habe, war der 2000 Mal geteilt. Und dann war die Katze natürlich aus dem Sack und auch nicht mehr einzufangen. Und deswegen haben jetzt, glaube ich, ziemlich viele Leute diesen Zettel gelesen, der eigentlich nur fürs Wartezimmer gedacht war, die überhaupt nicht mehr im Wartezimmer waren. Aber naja, eine interessante Erfahrung, die man auch nur einmal im Leben macht, glaube ich. Ich muss sagen, weit über 90% der Rückmeldungen waren sehr, sehr positiv. Ganz, ganz viele auch per Direktnachricht, die mir direkt geschrieben haben auf Postkarten und Briefe, auch ganz, von ganz vielen ärztlichen Kollegen, die ich nicht persönlich kenne, die mir sagen, es spricht nicht völlig aus dem Herzen. Ganz, ganz viele Hausärzte haben angerufen und geschrieben, sie wollen diesen Zettel für ihre Homepage haben. Den haben wir inzwischen als Download bereitgestellt, weil wir mit dem Verschicken gar nicht mehr nachgekommen sind. Und das ist inzwischen über 50.000 Mal runtergeladen worden von unserer kleinen Praxis-Homepage, auch sehr beeindruckend. Und es gibt natürlich so 10% Impfgegner, oder Kritiker, die natürlich generell da sehr dagegen waren und das auch sehr lautstark getan haben, bei Facebook meistens mit
auch erheblichen Beschimpfungen. Also ich bin eine Schande des Berufsstandes, ich bin fett und hässlich, womit sie natürlich in dem Punkt durchaus recht haben, aber ansonsten nicht. Ich werde von der Pharma bezahlt, ich werde korrupt, man hat mir angedroht, mir die Praxis abzufackeln. Also es sind schon so ein paar Sachen dabei, die schon in den Straftatbestand eigentlich irgendwo reingehen. Aber wie gesagt, damit war zu rechnen, dass wenn es viral geht, dass dann solche Reaktionen auch kommen. Aber es ist die große Minderheit und zum Glück, die meisten Menschen sind sehr vernünftig und ja, ganz viele haben auch geschrieben, danke für diese Informationen, weil das alles Sachen sind, die mir noch gefehlt haben. Dann sagen, also ich lasse mich jetzt impfen, weil ich hatte es vorher nicht ganz verstanden, aber jetzt macht es doch irgendwie Sinn. Und diese 10%, die davor schon militante Impfgegner sind, die wollten nie umstimmen. Es war ja eh nicht für die Öffentlichkeit gedacht, aber dass man die nicht erreicht, das war eigentlich klar. Nirgends. Man muss sagen, es gibt dadurch, dass das Thema so präsent ist, auch in den Medien mit Corona, das geht ja wirklich jeden momentan an, ist der generelle Informationsstand der Patienten relativ gut. Aber natürlich bin ich der Hausarzt und ich kenne meine Patienten sehr gut und auch schon sehr lange. Und natürlich wird man dann gefragt, wenn man wegen der Blutdrucktablette kommt oder wegen dem eingewachsenen Zehennagel, natürlich fragen dann die Patienten, was halten Sie eigentlich als mein Hausarzt von dieser Corona-Impfung? Natürlich antwortet man darauf, weil man möchte ja auch antworten, die Leute auch aufklären. Aber wenn ich das 50 Mal am Tag machen muss, dann komme ich nicht mehr so gut zu meiner Alltagsmedizin, die ja noch viel wichtiger ist als diese akute Corona-Impfungsgeschichte. Und deswegen haben wir versucht, die wichtigsten Fragen, die häufigsten Fragen einfach in einem Aushang schon mal grob zu klären, dass man dann im Einzelgespräch wirklich noch die persönlichen Fragen klären kann mit, ist es sinnvoll und wie sieht das so aus?